Werfen wir nochmal ein Scheit aufs Feuer. Ah ja, jetzt können wir das Spinnennetz, was hier kurz gewebt wurde, können wir kurz hier so machen, weil mit der Machete ging das natürlich nicht. Baumwurzeln versperren den Weg. Jetzt kommt die Axt zum Einsatz. Da hätte man auch die Machete nehmen können. That's the cabin. Grandma must be inside. Grandma! Grandma! Großmutter, Großmutter, warum hast du so große Ohren? Der Schalter muss zerbrochen worden sein. Dann nehmen wir den so lange. Die fehlenden Teile. Vielleicht noch den Drehgriff. Batteries. Und knack. Geht nicht weiter. Jetzt den Drehgriff. Den Teddybär. Die Glühbirne fehlt. Dann nehmen wir den Trank. Okay. Also wir müssen eine Glühbirne finden. Grandma, Grandma. Wo ist die Glühbirne? Wir haben auch hier verschiedene drei Symbole und einen Schlüsselbund. Aber die drei Symbole, die müssen wir wahrscheinlich hier einsetzen. Das ist zu dunkel. Ja. In der Tat ist das Problem zu erkennen. Ich scheine die Hütte gefunden zu haben, von der Großmutter geschrieben hat. Jetzt habe ich es fast geschafft. Ich habe schon mehrmals gerufen, aber es kam keine Antwort. Ich werde hineingehen. Das ist korrekt. Wir müssen jetzt nur noch einmal wimmeln, bis wir da hinein dürfen. Wahrscheinlich wieder in unserem Ankerrätsel. Gekonnt ist eben gekonnt. Ein Stern. Eine Flasche. Nee, ein Ölkännchen war das. Hier ist ein rotes. Ein Kreis. Ah, das ist die Glühbirne. Die kriegen wir jetzt gleich. Da ist eine Schreibmaschine. Sah aus wie ein C64. Ein Zettel. Ein Anzug. Eine Pfeilspitze. Ja, der C64, das war ja mein erster Computer, muss ich sagen, früher eine Axt. Falls man sich da nicht dran erinnert, das Gerät hatte also die 64, kam halt davon, das Gerät hatte 64 Kilobyte RAM, ein Poster, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und er hat den Spitznamen Brotkasten gehabt, weil er wie ein eben solcher aussah. Aber die Spiele waren einfach toll, also da kann man nichts sagen. Es hat auf jeden Fall einen Heidenspaß gemacht mit der Kiste. Und man hat immer was gelernt. Man hat immer was gelernt. Man war immer am Programmieren. Hat sich seine Spiele selbst geschrieben dann teilweise. Ja, das war schon richtig cool. Ein Bügeleisen, klar, aufgedruckt. Und die Kanonenkugel. Mhm. Werfen wir mal entspannt einen Blick auf die Kanonenkugel. So. Jetzt haben wir auch noch eine Lampenbirne. Das ist nicht zu verwechseln mit der Baumbirne. Die setzen wir nochmal ein. Ja, der schöne C64. So. Ah, gut, das knistert ein bisschen, macht so. Das sollte jetzt nicht so schwer sein. Die Großmutter, die hat sich da aber richtig gut versteckelt da drin. Yes, was ein Schloss. Hm, this is some kind of fluid-based lock. How bizarre. I guess I should rearrange these pipes so that the fluid reaches the green lamp. Das ist kein Problem. Ich habe neulich erst ein Let's Play angeschaut zu wie hieß das Spiel? Zu Ihr wisst schon, was ich meine. Ach, wir müssen da unten drauf. Ah, zu Bioshock, in der Tat. Und da habe ich viel gelernt, wie man Rohrleitungen verlegt. So, wir gehen hier rüber, hier rum. Und, ah, wird schon passen. Es darf keine Undichtigkeit haben. Sehe ich das richtig? Aha. Gucken wir nochmal. Ja, ne? Ich weiß noch nicht, wie wir hier das Problem angehen sollen, aber ich nehme es mal sportlich. Also hier müssen wir ja auf jeden Fall dran.
Und ich dachte, wir machen es einfach mal nur so, aber das scheint ja... Gehen wir mal hier runter, mal da rüber. Machen wir es mal nur so. Vielleicht klappt das jetzt. Aber da haben wir hier diesen Auspuff. These boots are made for walking. Ja, was mache ich denn hier für einen schönen... So. Gucken, ob es jetzt klappt. Wahrscheinlich sagt es jetzt hier gleich wieder... Ja, also ich habe auch keinen Blindstopfen, mit dem ich das mal kurz zumachen könnte. Also wir müssen das irgendwie so machen. Jetzt haben wir hier so... Ah ja, okay, jetzt ist hier schon mal zu. Jetzt machen wir das hier so. Mit dem können wir hier so... Machen wir hier so einmal so einen Kreis. Machen wir mal einen Kreis. So. Ja. Keine Ahnung, so. Also ich meine, das muss ja nur erst am grünen Punkt sein, bevor... Ich habe ja Bioshock Let's Play geguckt. Das muss ja nur am grünen Punkt sein, bevor... Machen wir es halt so. Ich habe keinen Plan. Ich glaube, es muss ja nur am grünen Punkt sein, bevor da irgendwie... Oh, komm, oh, please. Aber jetzt habe ich ja den Anspruch, das Rätsel auch zu schaffen. Wir machen das hier einfach so ein geschlossenes System. So. Und jetzt ist hier nur noch da und da offen. So machen. Ist auch nix. Ja, das ist toll zu drehen, das Teil hier. Das macht richtig Spaß. Ja, es tut mir jetzt furchtbar leid, dass das jetzt so lang dauert. Wir müssen hier anscheinend einen komplett geschlossenen Kreislauf erzeugen. Ich weiß noch nicht, was wir hiermit tun. So. Ja, müssen wir ja so, aber hier können wir ja nur so. Und dann müssen wir hier eigentlich so. Dann ist aber hier wieder offen. Da ist dann da wieder offen. So ist zu. Alter, was ein komplizierter Müll. So. Und dann haben wir hier auch noch so einen Endbogen. Ah ne, das fangen wir jetzt nicht an. Komm, Feuer frei. Wir gucken mal, ob das jetzt langt. Einen kleinen Auspuff haben wir halt. Das muss ja nur den grünen Punkt erreichen. So wie ich das jetzt mitgekriegt habe, muss es nur den grünen Punkt erreichen. Ach, jetzt war da oben kaputt. Was ist denn das für ein Rätsel? Oh, Hilfe. Um weiterzukommen, musst du zwei Teile des Schlosses mit einer durchgehenden Rohrleitung verbinden. Wenn die Flüssigkeit aus dem Tank zur linken die grüne Lampe rechtzeitig öffnet, sich das Schloss. Fließrichtung oder dreh die Rohrsegmente, bis die Flüssigkeit... Ja, mach mal hier so. So. So, ne, so. So. Gehen wir nochmal einen ganz anderen Ansatz. Und machen das mal so. So. So.
So. Jetzt haben wir es, glaube ich. Jetzt haben wir alles zu. Alter. Oh, hat aber jetzt lang gedauert. Tut mir leid. Ich glaube, ich werde das ein bisschen zusammenschneiden. Wehe, der Weg ist jetzt zu lang. Wehe, der Weg ist jetzt zu lang. Oh, was ein Glück. Damit geht die flüssigkeitsgesteuerte Tür auf und wir gucken mal, was hier just a moment ago. The tea in the mug is still warm. Der Tee ist noch warm. Da hat auch einer sich Feuer gemacht und einer einen ausgerissenen Arm. Oh. Auf dem Klo, da brennt noch Licht. Hat die Oma sich vielleicht im Kühlschrank versteckt? Ausgerissenen Arm. Ich glaube, die haben sie nicht mehr alle. Sehr ekelhaft. So. Hier war noch jemand. Gerade eben. Wo brummt denn das? Brummt das auch nur auf meinem Kopfhörer? Nee. Jetzt bestimmt hier irgendwo wieder... Ach, im Kühlschrank geht es weiter. Guck. Das muss das letzte Fenster sein. Danach kommen wir hier nur noch in die Indoor-Bereich hier. Der Teddy sieht einsam. Ich glaube, eher einarm sieht der Teddy aus. So ist besser, ne? Teddy sieht einsam aus. Da unten sind die Blutfetzen und hier geht es weiter. Was steht da? Enjoy. Envy, hier fehlt was. Jetzt ist natürlich der Drehgriff gefragt. Natürlich. Und... Oh my God, who are you? What are you? Get away from me! Großmutter, warum hast du denn so spitze Ohren? Großmutter, warum hast du so spitze Zähne? Grandma, Grandma! Oh, I'm so happy to see you. How did this happen, Grandma? What is going on? For her entire life, my grandma has been hiding a terrifying secret. A secret which nearly cost her her life. A horrible curse cast upon her long ago transformed her into a werewolf, the savage creature from myths and legends. On the night of a full moon, the beast within would take control of her body, and only one thing could prevent this from happening. A special potion, brewed from a variety of rare herbs, could stop the process and keep her in human form. The potion was so effective that no one has ever suspected anything until very recently, when Grandma was caught outside as the sun set and the full moon rose. Some neighbors saw her begin to transform, and in a panic, they attacked her. But she fled into the house to find her potion. Mr. Oxford ran into the house after her. He chased Grandma into the cellar, where she had gone to fetch the herbs for the potion. Grandma fought him off and barely managed to escape, locking Mr. Oxford in the cellar. Another neighbor, Mr. Mortimer, had followed them into the house. He heard noises coming from the cellar and assumed it was the beast. He armed himself, broke into the cellar, and in the darkness, he sliced Mr. Oxford's throat before realizing what he had done. Realizing what had happened and seeing his clothes covered in blood, he collapsed in shock. Grandma tended to him and gave him some brandy before she fled. Since I arrived, Grandma has been guiding me from the shadows and watching over me throughout this entire time. She made sure no harm came to me until the very moment of our reunion. A huge weight has been lifted off my heart. I have found Grandma, unharmed and well. Now we have to ensure that nothing like this ever happens again. Thank you.
Ja, das war jetzt natürlich ein ergreifender Abgang und mal ganz ehrlich, hättet ihr das geglaubt, wenn euch jemand so eine Geschichte aufgetischt hätte? Und warum ist das Haus der Großmutter in solch einem messihaften Zustand? Ja, das sind die Fragen, die das Spiel offen lässt. Ansonsten hoffe ich, das Let's Play hat euch gefallen. Und ja, vielleicht seid ihr das nächste Mal wieder dabei, wenn es mal wieder heißt hier Let's Play Wimmelbild. Ich nenne es extra nicht Let's Wimmel, ne? Wissen wir ja. Sonst heißt es wieder, hast du wieder. Okay. Nee, mal gucken. Also mir hat das jetzt einen Haufen Spaß gemacht. Ich guck mal, wenn das einigermaßen Anklang findet, werde ich, denke ich, in nächster Zeit nochmal so ein Spiel spielen, weil die sind schon irgendwie cool. Und ja, dann ansonsten sag ich mal, macht's gut. Ciao, ciao.